Kuckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit dem, naja, mit dem Little Hero. Guck mal, der Held ist noch so klein. Der Held, der muss mindestens so groß werden wie die Statue da. So, ja, hören wir nicht auf zu spielen. So, wir haben jetzt das letzte Mal den 6. Kreis. Guck mal hier, Kreis 6 haben wir das letzte Mal gewonnen. So, mal gesehen, was wir damit anfangen können. Wieso haben wir... Achso, wir sind ja eine Stufe gestiegen. Wir sind eine Stufe gestiegen. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Warum darf er dann rein? Er muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Okay. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Tja, es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt ein normaler Mensch zu euch kommt, der ein ganzes Schnitzel isst, oder eure Novizen hier leben, die nur einen kleinen Streifen von dem Schnitzel pro Tag bekommen. So, das ist natürlich ein Unterschied. So, und einer, der auch eine ganze Kartoffel isst und nicht nur ein Viertel. So. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt machen die Quests natürlich alle mit? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Ach mir so? Ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort. Und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht. Jo. Und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Ja, die Dämonen drin. Was soll ich mit denen machen? Soll ich die streicheln oder was? Unterweise mich. Also ein gutes Verhältnis zu Xardas habe. So, Monster schrumpfen. Todeswelle, Feuerregen. Wir haben die Lernpunkte. Komm, nimm mit. Ob wir uns die Rune erschaffen, weiß ich auch noch nicht. So. So, jetzt, da können wir hier durchziehen. So, genau deswegen habe ich noch die Lernpunkte aufgehoben. Geh mal rein hier, los. Geh rein hier. Hopp. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, jetzt ist die Tür auch noch zu klein für mich. Scheiße. Perfekte Scheide! So, Dachmeister, Arm in der Finsternis. Du bist doch hier für die Beschwörung zuständig. Unterrichte mich. Ja. Ja. Dämon beschwören, nichts ist besser als die Armee der Finsternis. Zeig mir das. So, du hast doch bestimmt auch eine Spruchrolle dafür. Einmal für 900! Komm, gib her. Ja, lasst euch wirklich beschissen gut bezahlen hier. So, da brauchen wir eigentlich dafür. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Ja. Gut, dann müssten wir doch bestimmt noch welche haben. Dann ist die Bibliothek, machen wir dann gleich. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So, was brauchen wir denn dafür? Wo ist Kreis 6? So, ich will's. Todeswelle und Feuerregen ist ja auch eine schöne Sache, aber 6. Kreis. Armee der Finsternis. Anwender, Formeln für die Herstellung, Monster schrumpfen. Knochenskelett. Herz eines Steingolems, Herz eines Dämonen. Ach du Scheiße. Herz eines Eisdrachen. Da müssen wir Herzen ausnehmen lernen. Wo lernen wir den Herzen ausnehmen? Ja, die Zutaten nicht zufällig einstecken, oder? Zeig mir. So, pass auf. Warte mal, was haben wir denn für Feuerregen? Was brauchen wir denn für Feuerregen? Feuerregen, Pech, Schwefel, Flammenzunge. Das müsste ich doch eigentlich haben, oder? Nee. Wie viele Runensteine haben wir denn? Wir haben einen Runenstein. Ja, wir müssen erstmal. Die Runen gelernt haben wir ja. Wie viel Mana haben wir? Steingolem. Mich fragt ja keiner. Herzen rausnehmen. Wer bringt mir den Herzen raus nebenbei? Meinst du, mir geht es besser? Wir gehen mal. Wer erzählt denn sowas? Das ist doch alles. Ich würde mal zum Mintal der Gestalt. Ich weiß es jetzt nicht.
Wir flutzen mal zum hier oben zu dem Grimwald. Aber ich bilde mir ein, Herzen ausnehmen. Wir müssten da noch einen Steingolem finden. Herz eines Dämonen sollte kein Problem sein. Ich würde jetzt für die Aktion hier, würde ich tatsächlich mal den Speed Mode hier einschalten mit. Ich meine, hier im Pyramidental sollten eigentlich Dings auch mit. Ah, ja, scheiß Speed Mode! Oh, leck mich am Arsch! Die holen wir uns dann alle mit der Armee der Finsternis. Ich will diese verfickte Armee haben. Das ist so genial, mit der Armee der Finsternis hier rumzueiern. Deswegen hole ich mir die jetzt alle nicht. Wie gesagt, ich mache das wie im Miental. Ja, wir machen ja dann richtig Rambazamba noch. Keine Angst. Ja. Aber dafür müssen wir ja erstmal hier die Armee der Finsternis überhaupt haben. Hey, du. Ja. Dach. Bring mir das hier. Was? Miental. War das der gestartet oben? Taverne, Taverne, Burg, das programmieren wir uns schon mal ein. Pass nach Corines. Ja. Wir könnten ja das mit der Burg schon, aber wie gesagt, solange wir die Armee nicht haben, geht ja gar nichts. Ja, wir würden aber natürlich für die Aktion tatsächlich jetzt das Ding hier wieder mitmachen. Konnte der mir die Herzen, er konnte mir Herzen ausnehmen. Walk, hier. So. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer sowas zu verkaufen hätte, ganz ehrlich. Das heißt, wir müssten dann nochmal in das Pyramidental gehen. Ich weiß nicht, ob hier neue jetzt dazugekommen sind, hier vor dem Orkzaun. Ich speichere natürlich vorher ab. Ich glaube jetzt von Kapitel zu Kapitel 5 oder 6, ich glaube, im Miental hat sich da nicht wirklich was getan. Wir gehen auch dann wenn wir hier nochmal hier aufräumen im Miental. Dann werden wir auch nochmal hier uns hinter den Orkzaun seppen und alles. Mal gucken. Dach! Bring mir Zangen, Drachenschnapper, Feuerzeuge. Feuerzunge. In dem Feuerregen. Gib her. Wer konnte mir den Herzen aus nebenbei bringen? Drachenschnapper. Zange rausschneiden. Nee. Bei Herzen oder haben wir das schon gelernt? Ist das ein extra hier? Ne, wir haben noch die Golems umgehauen hier oben bei der
Dann müssten wir den doch das Ding ausgeräumt haben schon. Warte mal. Aber wir haben doch Dämonen vorhin auch umgehauen. Und die ausgeräumt. Warte mal. Dämon. Haben wir die nicht ausgeräumt in dem Keller? Wir müssen erstmal zurück in. Weg mit der Magie! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Halt doch deine Fresse, Mann. Ja. Wer konnte uns die Herzen jetzt rausnehmen lernen, sagen wir mal? Wer war denn das? Jetzt passen wir doch nicht mal mehr hier durch! Ich hab's geahnt. Nö, Herzen rausnehmen, Herzen rausnehmen. Wer konnte mir denn noch hier. Wir könnten höchstens jetzt mal zu Xardas gehen. Und versuchen, einen Dämon umzuhauen. Bescheuert, ich brauche Reichweite hier. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist, viel weniger. Wir nehmen den mal. Wir lassen das mal so. Da sind auch mehr drin. Wer konnte mir die Herzen ausnehmen, da übrigens, sag mal. Wer brachte denn das? Herzen aus dem Gestad war es nicht, Grimbald auch nicht. Und das haben wir nur noch für Jäger. Ja, heute sind wir mehr Suchende jetzt dazu gekommen, oder? Wenn wir hier lang rennen zum Bosspor. Och, die Dinger nerven! Oh, halt doch deine Fresse, Mann! Mann, ihr kommt später dran. Ja, mit der Finsternis, die wartet schon auf euch. Ich will mich jetzt nicht mit euch. Warte mal, Gestein aus gesegnete Erde, da war doch hier, glaube ich. Jo. Wenn wir einmal hier sind, na komm schon. Wenn man es einmal eilig hat. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh. Der konnte mir das beibringen. Muss ich das jetzt extra noch googeln? Ich weiß es echt nicht mehr. Wo hast du das denn schon wieder her? Beibringen. Wird sich das jemals ändern? Da bist du ja wieder. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, brauchst du mir Herzen ausnehmen bei. Ich hab so einiges gehört. Bei Grum schreiben die und Talwin, aber Talwin hat das Handicap tot zu sein. Warum auch immer, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. So. Meine Mann vorher gewusst. Aber natürlich kein Mana ist mehr. Wirklich wahr? Boah, das Kind mir ankotzen. Ich glaub, weg mit der Magie! Haltet doch die Fresse, Mann. Wer sagt denn sowas? Wir haben eine Angst. Die haben eine Angst, das ist Wahnsinn.
Ja, rum. Das muss doch hier irgendwo zu lernen sein, Mann. Ja. Wer auch wieder Finsternis haben und mir fehlt die Hälfte dafür. Klasse. Ja. Hey, du. Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt. Also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Ich bin auch 3 Meter groß. Ja, haarig jetzt nicht unbedingt, aber schlecht gelaunt auf jeden Fall. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Hier hast du dein bestelltes Essen. Wer ist denn, wenn wir nur dich hätten? Und nun? Bring mir. Was willst du? Herzen nehmen. Ein Herz. Genau. Entfernst du dem Tier mit deinem. Ja, ja, komm. Die Rolle machen wir uns auch später. Jetzt ist erstmal die Armee der Finsternis angesagt. So, Tuxadas. Jo. Da brauchen wir erstmal fettes Mana hier. Jo, na dann wollen wir mal. Jetzt nicht. Ja. Ich glaube, hier oben kamen die nicht durch die Tür. Das soll natürlich mein Vorteil sein. Haben wir, können wir dem jetzt das Herz entnehmen? Ja. Jo. So. Ich will erst die Armee der Finsternis. Vorher geht ja gar nichts. Den Rest machen wir dann hier. So. Wo wollte ich jetzt hin? Ich habe doch Teleport zur Taverne auch gehabt. Taverne, hier. So. Suchen wir. Auf die ist eigentlich erstmal geschissen soweit. So, wir wollen jetzt ins Pyramidental. So. Ich wüsste jetzt nicht, wo noch sich noch ein Steingolem rumtreiben sollte. Die Dinger sind echt nervig, die sind nicht schwer zu bekämpfen, aber nervig. Gewesen vorhin gerade noch. Oh, natürlich ist da vorbeigetrampelt. Da vorbeigeflogen, der Scheiß. Oh, bleib doch mal stehen, du Lump. Mann! Triffst du auch mal heute noch? Kriegst du Magie mal nicht mal, ganz ehrlich. Also manchmal kann ich die Magie echt auf die Nüsse gehen.
Ja, wir gehen direkt. Hier rechts lang. Hier zu der Banditen-Dingshöhle hier. Hier. Diebeshöhle da. Wo die schlafenden. Mann, hier ist die Gefahr! Mann! Junge! Das ist furchtbar, das ist ganz schlimm, ist das. Wie die alte Geschichte. Ein Kilometer weiter entfernter Feind ist wichtiger, den umzuhauen, als der Feind, der direkt vor der Nase steht. Ja. Wo war jetzt die blöde Höhle? Ups. Stehen die denn jetzt auch auf? Dass ich die umhauen kann? Wo war noch ein Steinkohle im Notfall? Ich weiß echt nicht. Warum stehen die nicht auf? Bei voller Ladung müssten die eigentlich auseinanderfallen. Wo ist noch ein Steingolem, sage mal? Ich weiß nicht, warum die nicht aufstehen. Steingolems, Steingolems, wo sind hier noch Steingolems? Ein paar Dietriche wären hilfreich. Boah, stehen die erst auf, wenn ich die Truhe geknackt habe. Irgendwo war ja ein Triggerpunkt, wo die hier dann halt aufstehen. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt aufstehen. Herz eines Steingolems, genau. Knochen eines Skeletts müssten wir ja genug haben. Also das wäre natürlich von Vorteil. Wie gesagt, die holen wir uns auch später. Wir haben, was wir wollten. Großbauer, Taverne. Das Kloster brauchen wir. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Das sind doch alles Ungerechte. Na, was fehlt jetzt noch? Jo! Armee der Finsternis! Das ist die Frage, wie viel Mana das Ding brauchte. Keine Ahnung. 60. Ich denke mal, damit können wir überleben. Oder? 5. So. Ist doch vielleicht noch jemand Mana-Tränke hier für mich? Hey! Ich habe hier Gestein aus gesegneter Erde. Gut. Ich hoffe, die Gebetsschreine sind noch alle an ihrem Platz. Nein. In Ordnung. Ich fertige dir das Schutzamulett gegen den schwarzen Blick der Suche. Morgen wieder. Gib mir etwas Zeit. Ich mache mich auch gleich an die Arbeit. Jo. Armee der Finsternis. Jo. Spannend, wie die Armee der Finsternis. Die erledigen sich von selbst. Das wird lustig. So, das wird lustig. So. Erstmal in diesem Puppchen-Puppenbett hier schlafen. Ach
Gott. Stimmt. Haben wir noch einen? Heilung der Besessenheit. Drin in Haus. Vollständig geheilt. So. Dann hatten wir noch das, das göttliche Aura. Da bin ich mal gespannt, ob mir das wirklich so den Schutz verleiht, wie es drin steht. Hä? Ach so, jetzt sind wir. Der hat noch Mana-Tränke für mich. Das Problem ist, ich könnte vielleicht nicht gut genug Gold haben. Dann müssen wir auch mal Gold machen. So, werden wir brauchen. So, Hafenstadt. Also das ist, geht es von ganz alleine mit dem Schnellring. Ja, das mache nicht ich. Das ist, kommt wahrscheinlich von dieser Aura ja, das da. Das habe ich auch nicht zu sagen. Ich gebe 200 Zellen auf mich. Gut, ich bin da. Das hat er wirklich so. Augen gesehen hätte. Ich kann so etwas nie erlauben. So, Meister. Also jetzt gehen wir erstmal hier hinter. Die Probleme habe ich kommen. So, will ich so auf die Uhr gucke. Ich denke mal, dass mit der Armee der Finsternis. Erzähl mir nichts, ich kenne das. Werden wir in der nächsten Folge den Spaß starten. Ja. Noch mehr Ärger kann ich. Yeah. Das blöde Lust bei der Armee der Finsternis jetzt in den Nacht bis in bei Returning. Da sind auch Magier und sowas alles mit dabei. Und ich glaube, ich bloß so gute Skelette, aber trotzdem. So, Tag, Leute. Moment, wo willst du hin? Ich wollte. Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Du stellst den Wunsch eines Magiers des Feuers in Frage? Yep. Nein, natürlich nicht. Innos mögen wir verzeihen. Nein. Die Magier des Feuers sind die Hüter der Weisheit Innos. Wer sie in Frage stellt, stellt Innos in Frage und verwirkt jegliches Recht auf seine Gnade. Was passiert, wenn ich an Bord gehe? Ich werde dich töten. Ich meine, aufhalten. Du würdest einen Magier des Feuers angreifen? Ich würde niemals Hand an einen Magier legen. Also, was würdest du tun, wenn ich an Bord ginge? Nichts, mein Herr. Ich werde jetzt an Bord gehen. Das darfst du nicht. Lord Hagens Befehle waren eindeutig. Schließen Lord Hagens Befehle auch mich mit ein? Ich weiß nicht. Denk mal nach. Würde Lord Hagen es wagen, einen Magier des Diebstahls zu verdächtigen? Das glaube ich nicht. Zum letzten Mal. Lass mich auf das Schiff. Verstanden. Du darfst auf das Schiff. So. Besuchen brauchen wir das jetzt nicht extra. So. Machen wir mal kurz hier Dings. Oh, wer bist du denn? Hey. Kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Geh mir aus dem Weg, sonst muss ich dich töten. Du kannst vielleicht die Schiffswachen täuschen, aber an mir wirst du dir die Zähne ausbeißen, mein Freundchen. Nee, komm, wir sind freundlich. Nee, komm, wir sind freundlich. Hm? Hey. Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Das kannst du nicht tun. Der Erztransport. Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Du hast die Wahl. Hm. Hört sich an, als hätte ich keine Wahl. Richtig. Nun gut, ich werde mich dir anschließen. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Damit kann ich leben. Dann tu, was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. So.
Jo, wen nehmen wir mit? Oh, wir haben es 30, aber eine Sache. Ach, erzähl mir nicht sowas. Jo. Wir können aber schon mal den einen oder anderen anquaken. Wie gesagt, wir müssen auch die Orks und alles machen. Ja. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Jo. Einen Dialog will ich mir noch hören. Nein, warte mal. Watras, wollen wir Watras mitnehmen? Das weiß ich noch nicht. So. Bin jetzt noch in der Stadt? Keine Ahnung. So. Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Jo. Adanos segnet dich. Jo. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Jo. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Ja, hör zu, ja. Leute. Ich werde woanders gebraucht. Jo. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften. Nachdem sie das 5000 Mal gehört haben, werden sie es noch mit euch sein. Jo. Jo. Gut, dann gehen wir jetzt zum Hafen. Machen hier unten im Hafen Feierabend mit Blick aufs Meer. So, und nächste Folge werden wir hier mit der Armee der Finsternis losrasieren, würde ich sagen. Dann machen wir noch mal unseren fetten Spaß hier, auf jeden Fall. So, wir müssen noch ein bisschen Gold schöpfen, hier für noch ein paar Mana Tränke. So, speichern. So, wir sehen wirklich dem Endspruch hier entgegen. So. Ja, wie gesagt, ich sage mal, mehr als Folge 70, ich denke mal, werden wir nicht brauchen bei dem Projekt. So, gut, dann danke ich mir fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben und damit Dankeschön und ciao.